aus dem Bett. Real Fishing. Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Wir sind wieder bei Michi. Wunderschönen guten Morgen vom Attersee. Genau, am Attersee. Mission Seeforelle steht heute Mission an. Mission Seeforelle, ja. Nachdem wir ja den Hecht und die Renke am Attersee jetzt schon erfolgreich befischt haben, gehen wir jetzt an die Königin des Sees und Champions League. Genau, wir sind hier an einem Spot, der sehr vielversprechend aussieht, haben schon zwei, drei Spots abgefischt und ich hatte tatsächlich hier auch gerade schon einen Fisch kurz dran. Fisch! War für mich bis jetzt an dieser Route der Fisch, der am härtesten drin stand. Und Michi, du meinst hier an der Stelle sind Hechte eher unwahrscheinlich. Also wird es wahrscheinlich eine Seeforelle gewesen sein, die sich richtig gut angefühlt hat, aber dann leider nach gebissen, zack, zack und dann ausgestiegen. Aber ihr werdet jetzt sehr viele Tipps und Tricks hören und sehen zum Thema Tackle, Strategie, Stellen und so weiter. Genau, wir wollen da so ein bisschen so ein einfach erklärt aus dem Video draus machen und euch eben das an die Hand geben, was ihr vielleicht beherzigen könnt, um auch eine Seeforelle zu fangen, wenn wir es dann hinkriegen. Aber deswegen sage ich, also, legen wir los, gehen wir. Bitte. An einer neuen Stelle bin, habe ich immer folgende Herangehensweise. Ich mache den ersten Wurf eher oberflächennah, das heißt, ich wirfe aus, soweit ich kann, lasse nur 3 bis 5 Sekunden absinken, fallen dann ein, also wirklich im Oberflächenbereich, und den zweiten Wurf mache ich dann meistens mit einer 15 bis 20 Sekunden Absinkphase sogar. Also wirklich entweder die oberflächennahen Fische erwische oder die Fische, die wirklich in der Tiefe fressen. Weil es ist zu der Jahreszeit so, fressen dann die Fische meistens so in 10 bis 15 Meter Tiefen. Da sind bei uns im Moment die Lauben. Und ins oberflächennahe Wasser, das im Moment ein bisschen wärmer ist, kommen sie dann zum Verdauen. Und da kann man es dann auch oft mit kleinen Kunstködern noch reizen. Das ist so die Strategie der Seeforelle im Frühjahr. Ja, richtig gute. Nee. Warte, lass. Yes! 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 Wo ist die Fisch? Yes! Yes! Oh! Ja! Alter! Mann, yes! Ah! Die hat 60! Die hat 60! Ah! Alter. Come on! Alter. Come on! Ah! Alter! Oh. Ja, wir sind immer noch baff. Ihr seht den wunderschönen Fisch. Wir messen den jetzt ganz kurz und dann darf er wieder schwimmen. Unpackbar. Das ist einfach nur geil. Ah. 66 cm. Wahnsinn. Gut, wir haben den Fisch jetzt kurz vermessen. 66 cm. Zwei, drei Fotos gemacht und jetzt darf er wieder in die Tiefen des Attersees schwimmen. Enjoy the moment, my friend. Melvin, jetzt würde ich dir kurz die GoPro übergeben, oder Michi? Thank you. Was für ein unfassbarer Fisch. Wahnsinn. Ja, wir sind da jetzt immer noch bei dieser einen Erfolgsstelle in der Nähe von einem Bach. Man muss ja 20 Meter Abstand halten, wir sind jetzt ungefähr 50 Meter entfernt. Genau. Im Moment ist es so, dass der Bach ein bisschen Schmelzwasser runterbringt und das ist ziemlich eingetrübt. Deswegen ist auch das ganze Einzugsgebiet eingetrübt und deswegen hat sich der Marius richtigerweise für ein bisschen einen auffälligeren Köder entschieden. Mit einem orangenen Bauch und einer silbernen Flanken. Genau. Der punktet richtig jetzt bei diesen Bedingungen. Wobbelt auch so, dass dieser Great Heron 18 Gramm am Einzelhaken
Genau. Und genau, der läuft halt ein bisschen auffälliger und das hat anscheinend diese Königin des Sees überzeugt. Wir haben Endgegner. Endgegner. Wir haben übrigens seit dem Fisch noch keinen weiteren Wurf gemacht, könnte man an der Stelle auch mal dazu sagen. Verständlich, oder? Aber ganz ehrlich, was soll auch noch kommen heute? Hier ist noch ein bisschen Drohne fliegen, machen noch ein bisschen, erklären noch ein paar Tipps für euch im Video. Und dann, ja, ganz entspannt. Saugeil. Möchte ich jetzt schnell die verschiedenen Kategorien von Ködern sagen, mit denen wir da am Attersee und überhaupt erfolgreich auf Seefahrerinnen werfen. Zum einen klassischerweise Blinker, das sind nicht so Blechblinker, meistens so im lauben Renkendekor, also silber, bläulich, oft auch Kupfer ist auch ein Geheimtipp. Dann haben wir da wunderschöne Perlmutspang von Marc Oberreiter, da mit so einem richtig schönen Grünstich drinnen. Unsere Lauben haben nämlich oft so ein bisschen einen Grünstich. Great Heron. Ein Köder, den würde ich eher zur Kategorie Blinker zählen, sehr unregelmäßiger Lauf und richtige Weitwurfraketen. Klassische Wobbler, also im Lauben Renkendekor, so zwischen 8 und 12 cm. Immer wieder als Joker so Spinchicks, sind zwar eher kleinere Köder, die ich auch zum Barsch und Bachforellen werfen nehme, aber auch für Zähforellen oft ganz gut. Und was man auch nicht vernachlässigen darf, sind Streamer. Das ist einfach auch was sie nicht wirklich kennen. Und was man schön langsam führen kann und vor allem auch über den Boden dahin zupfen kann. Gerade wenn man irgendwo in der Nähe von einem Bach ist. Also eins nur schnell zusammengefasst, fürs Werfen vom Ufer sind eher Köder zu bevorzugen, die auch ein wenig Eigengewicht haben, dass man wirklich auch mit 40, 50 Meter werfen kann. Das scheidet halt oft an einem Wobbler aus. Wobbler sind dann gut, wenn man einen Spot wirklich in unmittelbarer Nähe hat, wo man nicht so weit werfen muss, da kann man auch mit Wobbler fischen. Aber was man gesehen hat, und das ist nicht nur am Attersee, sondern das gilt überhaupt für die Seefahrerin, dass eher Köder, die sehr unregelmäßig laufen, zu bevorzugen sind. Also wie ein Köder, den sich die Seefahrerin ganz lange Zeit anschauen kann, weil der immer gleich so läuft. Und das macht halt ein Wobbler. Außer wenn man ein bisschen unregelmäßig führt, also so twitchen, sagt man da dazu, da kann man schon mit dem Wobbler erfolgreich sein. Aber meistens Blinker. Perlmutt ist jetzt nicht so ein schweres Material, das ist eher was ich fürs Schleppen bevorzuge. Wo ich dann ein Blei vorschalte und fürs Werfen jetzt tendenziell eher Blechblinker. Bei den Blinker hat man eigentlich zwei Möglichkeiten, dass man mit einem Drilling fischt oder mit einem Einzelhaken. Das muss man immer selbst ein bisschen abwägen. Wenn ich jetzt ein Gewässer habe, wo ich mit sehr, sehr, sehr viel kleinen Fisch rechnen kann, dann fische ich natürlich mit dem Einzelhaken, weil es für den Fisch schonender ist. Wenn es ein Gewässer ist, wo man eh um jeden Biss kämpfen muss, dann passt auch der Drilling. Es werden einfach so wenig Fisch gefangen, dass man ziemlich unzuverlässig sagen kann, was jetzt besser hakt, der Drilling oder der Einzelhaken. Man weiß beim Einzelhaken schon, wenn der Fisch einmal hängt, kann er sich leichter oder nicht so leicht aushebeln wie beim Drilling. Aber ich finde, dass der Drilling halt schon auch sehr, sehr gut greift. Vor allem, wenn es ein richtig scharfer Drilling ist, ein Gamakatsu, ein Ona. Wichtig ist, dass die Größe passt. In dem Fall habe ich da jetzt den Einzelhaken mit so einem Snap verbunden, geht auch mit zwei Sprengringen und den Drilling einfach mit einem Sprengring. Wichtig ist, dass den Lauf vom Köder nicht beeinträchtigt. Das kann man dann immer gleich im seichten Wasser testen und ja, das andere ist dann Abwägungssache. So, kurze Stärkung, nachdem wir kurz vor Ostern sind, haben wir runter Eierbecken. Welche Weise? Die grüne Spitze. Ja, sauber. Ja, wasted. Ja. Die doppelte Niederlage, aber dafür gewinne ich an anderen Enden des Tages. Mahlzeit. Und jetzt nutzen wir die Zeit und erklären euch kurz was zum Tackle. Wie ihr seht, ich fische hier eine recht konventionelle Seeforellenroute, die vor allem fürs Wartangeln geeignet ist. Das ist die Westin W3 Spin Second Generation, bis 40 Gramm Wurfgewicht, 3 Meter Länge. Darauf habe ich eine 4000er Stationärrolle, um eben diese Länge der Route auch ein bisschen auszubalancieren.
eine 0,14er geflochtene drauf, könnte man sicherlich auch ein bisschen dünner gehen. Dazu wird der Michi aber gleich noch was sagen. Und dann circa 3,5 Meter 0,28 mm Fluorocarbon als Vorfach. Dann einen kleinen Snap und dann eben hier immer noch meinen Erfolgsköder. Das ist also meine Kombi. Relativ lange Route nutze ich vor allem eben, weil ich bei den Seen, wo ich sonst unterwegs bin, vor allem auf lange Wurfreichweiten kommen muss. Und da hilft eben so eine 3 Meter Route sehr, sehr weiter. Deswegen, wenn ihr wirklich Seen habt, wo ihr sehr weit werfen müsst, geht nochmal ein bisschen dünner mit eurer Hauptschnur, weil dann einfach weniger Widerstand ist und könnt ihr weiter werfen. Und wie ihr vorhin im Drill schon gesehen habt, die Route ist eben durchgehend sehr, sehr weich und kann eben dann die Schläge und die Drehungen, die die Seeforelle macht, dadurch sehr gut abfedern und hilft euch dabei, dass ihr keine Aussteige im Drill bekommt, wenn dann wirklich 10, 15 Meter vor euch so ein Fisch reinknallt wie der von vorhin. Also so viel zu meinem Setup und der Michi zeigt euch jetzt, was für Routen er fischt. Ich fische tendenziell ein bisschen kürzere Routen wie der Marius, weil ich es sehr, sehr viel auch vom Boot aus verwende. Das heißt so bis 2,40 Meter. Von der Rollen habe ich zwei verschiedene Setups. Also beides ist jetzt die Diver Ninja oder die Diver Fuego. Bei der einen habe ich die Stroft LS, das ist eine Monofile mit sehr, sehr wenig Dehnung. Nehme ich dann, wenn es wirklich sehr rein ist, wenn kein Wind geht, wenn die Sonne hoch steht, also wenn die Forellen richtig, richtig gut sehen, fische ich sehr, sehr gern durchgehend monofil. Und auf der zweiten habe ich klassisch 10er geflochtene und 3 bis 5 Meter 0,20er Fluorocarbon. Genau, ansonsten nach dem Vorfach kleiner Snap, so unauffällig wie möglich, so stark wie nötig. Das ist so die Devise fürs Seeforellenfischen. Und dann eben die Köder wie besprochen. Das sind so meine Setups, mit denen ich erfolgreich auf Seeforellen oder auf andere Forellen fisch. Ganz wichtig, wenn ich so einen Stöfisch gehe, ganz ruhig zu. Also keine Pumperer, nicht dass die Steine wagen, weil gerade zur Maibirkenzeit sind die Seeforellen oft wirklich ganz herbei. Das heißt, wir gehen da ganz vorsichtig zu. Und es macht dann auch absolut Sinn, wenn ich den ersten Wurf wirklich nur vor die Füße mache. So, wir sind jetzt wieder am Platz des jüngsten Erfolges und es wäre natürlich keine richtige Zelebration, wenn man sich jetzt nicht ein gutes altes Paulaner Spezi gönnt. Das muss einfach sein. Muss sein. Bei jedem Big Fish. Habe ich noch nie gehabt. Hast du noch nie gehabt, oder? Dann Nein. Doppelt und dreifach. Das letzte Mal, wo es wirklich zelebriert wurde, war bei 1,16 Meter auf die Barschroute. Also ich glaube, es ist angemessen. Ist ein angemessener. Prost. Anlass. Prost. Mmh. Ah, geil. Wuchtig, fruchtig. Morgen, Tag 2. Wir fischen heute nochmal vom Ufer auf Seeforellen. Die Bedingungen gefallen mir eigentlich wieder richtig gut. Es ist bewölkt. Wir haben eine leichte bewegte Oberfläche, dass das Licht bricht. Dann sind die Seeforellen nicht ganz so argwöhnisch. Und wir haben heute wieder diese Seiten gewählt, wo der Wind auflandig ist. Das ist im Frühjahr deswegen gut, weil das Oberflächenwasser ist immer das Wärmere. Das hat im Moment so 8, 8,5 Grad. Und es ist fast immer am See so, dass die windauflandige Seite die ist, die am produktivsten ist. Da findet am schnelleren der Schlupf statt, deswegen sind schneller die Laubenschwärme da und dementsprechend auch die Räuber, die Seeforellen und die Hecht. Und da schauen wir jetzt, ob wir heute noch mehr so ein Glück haben.
Ja, nochmal ein bisschen zum Thema, wann fischen wir überhaupt auf Seeforelle vom Ufer? Ja, ganz grob gesagt, vom Anfang der Saison auf Seeforelle, was bei uns in Bayern meistens der 1. März ist und hier in Österreich 1. April, je nachdem wann das Gewässer halt aufmacht, bis ungefähr zum Ende der Maifliegenzeit, also ja, ich sag mal grob bis Anfang Mai, da macht es eigentlich wirklich Sinn, vom Ufer auf Seeforelle zu fischen, zumindest nach unserer Erfahrung. Denn das ist ungefähr die Zeit, wo das Wasser am Ufer noch kühl genug für die Seeforelle ist, wo sie sich wohlfühlen, wo sie dann eben zum Jagen rankommen. Natürlich, wenn die Maifliegen dann in Ufernähe schlüpfen, dann sind sie natürlich da zum Fressen. Und je später es im Jahr wird, desto wärmer wird natürlich das Wasser in den Uferregionen und dann wird es der Seeforelle einfach zu warm, da fühlt sie sich nicht mehr wohl und deswegen geht sie dann eben ins freie Wasser und da teilweise auch in die großen Tiefen, wo ihr sie dann, wenn überhaupt, noch beim Schleppen erwischt. Also ist auf jeden Fall so eine Thematik, die man eben wunderbar vorm Hechtsaisonstart machen kann. Wenn es das erste Mal wieder so halbwegs geht, an die Gewässer zu gehen, wenn es von den Temperaturen auch geht, dann kann man eigentlich wunderbar auf die Seeforelle die Saison starten. Und ja, der Fisch der 1000 oder 10.000 Würfe, aber dafür ist natürlich der Fang einer Seeforelle einfach umso besonderer. Das ist schon wieder ein richtig, richtig schönes Seeforellenstück. So circa 15 Meter weg ist die Kanten. Wenn ich da jetzt voll ausgeballert, bin ich wahrscheinlich auf 40 Meter. Das heißt, die Seeforellen werden ein bisschen im Tiefen fressen und dann kommen sie da zu Kanten, patrouillieren da noch ein bisschen entlang und kann man eventuell da noch mit einem kleinen Kunstköder noch überraschen. Man sieht, es gibt bei der Stelle gibt's einen Fisch, aber wir haben ihn leider nicht gefunden. Das ist schon eher so, wie ich es kenne. Seeforellfischen. Ja. Kontaktfrei dabei. Ja, noch kann noch einfach nichts. Gar nichts. Das ist so geil ausschaut. Also, es sind auch sicher welche da. Aber wenn es halt nicht wollen, dann. Ja, ein bisschen als zusätzliche Info wollte ich euch einfach noch mal ein paar praktische Tipps geben, die ich am Wasser beherzige in Sachen Equipment. Was nehme ich mit? Ihr seht, ich bin ziemlich leicht ausgerüstet. Liegt natürlich auch daran, dass wir hier mehr oder weniger aus dem Auto rausangeln, also dass wir immer gleich zum Auto gehen können und uns zum Beispiel Maßband und so weiter und so fort holen können. Ich habe hier also nur mein kleines Wading Pack dabei. Das benutze ich auch, wenn ich Wartangeln gehe. Heute habe ich natürlich, wie ihr seht, keine Warthose an. Das wäre aber dann an meinen Gewässern daheim mein klassisches Setup, dass ich praktisch eine Warthose anhabe. Dann dieses Pack, wo ich eben relativ wassergeschützt meine Köder mit mir mittransportieren kann. Da habe ich eben eine kleine Tacklebox, wo ich ein paar Köder, eine Auswahl drinnen habe. Mehr braucht man eh nicht. Ja, dann habe ich zum Beispiel noch eine Zange dabei. Alles weitere, Messer, Totschläger, Maßband und so weiter und so fort, würde ich dann im Rucksack tragen. Den habe ich jetzt eben hier in 10 Meter Laufweite, deswegen habe ich es nicht auf dem Rücken. Schont natürlich den Angler auch ein bisschen. Und genau, daran habe ich dann einen Kescher befestigt. Das hier, das W3 Floating Landing Net, also praktisch auch noch ein schwimmender Kescher, ist gerade beim Wartangeln ganz angenehm. Normalerweise hätte ich den per Magnet an meiner Warthose befestigt. Hier habe ich ihn jetzt hier mit Karabiner eingehangen oder würde ihn einfach neben mich legen. Ihr seht, schön groß, aber auch der war mit der 66er Seeforelle schon am Limit. Und genau, dann natürlich Handschuhe, ist zu der Jahreszeit immer angenehm. Eine Rute, meine GoPro und ja, das war es dann eigentlich auch schon. Also wirklich leichtes Gepäck, wie gesagt, ihr müsst nicht viele Köder mitnehmen, eine Angel reicht, vielleicht ein bisschen extra Vorfach, eine Zange, ganze restliche Utensilien, die ihr braucht. Und ja, dann seid ihr richtig schön mobil und könnt einfach auch, wenn es sein muss, richtig gut Strecke machen. Es stimmt, man braucht nicht viel zum Seeforellenwerfen, aber wenn man was braucht, ist es Geduld. Es heißt nicht umsonst, fischt ihr 1000 Würfe. Also, durchhalten!
Wir haben vorher jetzt die Phase, wo es so spiegelglatt geworden ist, haben wir jetzt genutzt, dass wir unseren schönen guten Burger vergund haben. In der Zwischenzeit hat es einen richtig schönen Regenschauer gegeben und jetzt fängt der Wind wieder an. Deswegen sind wir jetzt eigentlich wieder sehr motiviert, dass wir vielleicht noch irgendeinen Seefahrer in Kontakt kriegen. Fisch ist dran, harter Kampf heute. Erster Wurf an der neuen Stelle. Rute schön ins Wasser halten, damit sie da kommt sie. Schöne, nicht so groß wie die gestern, aber richtig schöner Fisch. Melvin, schwimm mal rein. Yes! Yes! Sauber! Sauber! Durchhalten hat sich ausgezahlt. Geil! Super schöne 45er. Ja, 45 super. So cool. Auf den Salty Jig in 18 Gramm. Ihr seht, fast die perfekte Laubenimitation. Habe ich vertraut. Wir haben vorher wieder einen richtig schönen Laubenschwarm gesehen. Genau. Und haben gesagt, da beißen wir so ein wenig durch und hat sich ausgezahlt. Und übrigens wieder auf dem Einzelhaken wunderschön gehangen. Also gerade für so einen Fisch in der Größe jetzt perfekt. Sehr geil. Sehr schön. So, und da haben wir sie. Schätzungsweise würde ich sagen, 45, 40, 45. Auf jeden Fall eine richtig schöne Seefo auf den Einzelhaken super gehangen. Und die lassen wir jetzt natürlich wieder schwimmen, weil die ist noch untermaßig, die schöne. Petri, super. Petri, Dank. Ja, Michi, und wie lautet das Sprichwort? Wind und Welle bringt Forelle. Wir haben Wind, wir haben Welle und wir hatten Forelle. Geil. Geil. Jawohl. Sehr geil. Super. Ja. Das Wort privat begegnet einem als Uferfischer am Attersee häufiger. Melvin, komm mal! Aal! Melvin, Aal! Komm, langsam, langsam, langsam! Schießt ihn! Ja. Wo ist denn der jetzt rausgekommen? Der kam einfach hier hochgeschwommen. Ja, meine Lieben, ein wirklich epischer Trip auf Seeforelle geht zu Ende. Ich durfte meinen absoluten Traumfisch fangen, den ich ja, in den letzten... Ja, hast du voll verdient. Ich bin richtig froh, dass du zweimal das Glück gehabt hast. Richtig schön. Einfach hart erarbeitet irgendwo. Und danke nochmal. Gerne. War auf jeden Fall wieder mal ein fetziger Trip. Es wird langsam schwieriger, das irgendwie alles noch, noch zu toppen. Aber egal, wir sind froh, dass wir das alles auf Kamera hatten. Gebt dem Video auf jeden Fall ein Like, wenn es euch gefallen hat. Und weil es ja doch ein etwas spezielleres Video jetzt geworden ist, haben wir uns gedacht, einer von euch bekommt die Chance, die beiden Erfolgsköder natürlich in neu und nicht in abgeranzt, einmal den Great Heron und einmal den Salty Jig in diesen beiden Erfolgsfarmen zu gewinnen. Was müsst ihr dafür tun? Folgt uns beiden auf Instagram, liked das Video und kommentiert etwas unter diesem Video, damit ihr eben dran teilnehmt. Und dann lose ich in 2 Wochen, nachdem das Video hier hochgekommen ist, den oder die Gewinnerin aus. Und ja, viel Glück. Genau, viel Glück, du sagst es. Ja, wenn ihr auch mal ein Seeforellen-Guiding oder an sich überhaupt ein Guiding am Attersee machen wollt, dann schaut bei Michael auf der Website vorbei. Genau. Oder schreibt ihm auf Instagram. Die Handles sind jetzt hier eingeblendet. Ich hoffe, es funktioniert, sonst sehe ich wieder aus wie so ein Volllarry. Aber ja, da kann man dich erreichen. Und genau, bevor das Outro jetzt zu komisch wird, würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns. Wir sehen uns. Servus.